Meine Damen und Herren, was geht ab? Wir begrüßen euch zum zweiten Video im neuen Jahr. Wie schon im ersten Video erwähnt, hoffen wir, dass ihr gut reingerutscht seid. Bevor wir aber irgendwo da reinrutschen, liken, abonnieren, teilen, ihr wisst Bescheid, das ist ganz normale Prozedere. Wir sind auf der Marie-Hilfer-Straße im sechsten Wiener Gemeindebezirk, Marie-Hilfer-Straße, weltbekannt, also in Wien. Und wir gehen Cookies fetzen. Wir machen eine geile Cookie-Tour, weil Dennis hat mich, glaube ich, seit gefühlt zermorden, Bruder. Hab Bock auf Cookies. Und ihr wisst, ich bin der Süße. Eher so der Deftige. Aber er hat einen ersten geilen Spot gestern oder vorgestern gecatcht. Der eigentlich nur bekannt sind für Eis. Und sein veganer Laden ist. Deswegen hat mich auch so geflasht, dass Dennis mir das vorgeschlagen hat. Die sind auch ganz neu. Wir machen das jetzt seit kurzem. Das doch dazu. Und wir steppen jetzt mal dahin und zerfetzen mal wie viel? 1, 2, 7, 8, 10 Stück nach. Bruder, wird brutal auf jeden Fall. Ja, wir haben drei Spots für euch rausgesucht. Bleibt dran, liken, abonnieren, holt euch was zum Essen und. Bro, was haben wir hier? Bist du deppert, Bruder? Wir sind bei Veganista. Veganista macht Cookies seit kurzem. Sie nennen sie auch Wookies. Warum nennen sie Wookies? Weil sie vegan sind. Ja, Wookies, wie die von Star Wars oder was? Ja, Bruder, das sind diese Kekseln da. Aber auf jeden Fall haben die geile Wookies hier. So nennen wir sie auch. Was suchst du jetzt? Felix. Und wir haben uns gedacht, wir holen uns mal so zwei Wookies. Ich war letzte Woche hier und mir gedacht, boah, ich hole mir einen Veganista, ein Ass, Bruder. Ich gehe so rein, auf einmal irgendwie so, hä? Was machen da Cookies, Bruder? Ich war so verwirrt, ich schaue so herum. Und ich so, nee, wir machen seit kurzem auch Cookies. Wir machen immer noch Eis, aber an anderen Standorten, aber hier auf der Marie-Hilfer-Straße. Aber nicht momentan, überall. In jedem. In jedem? Ja. Okay, die meinten aber letztens zu mir, die haben noch ein paar Spots, wo sie auch noch Eis verkaufen. Bei mir, also bis jetzt die einzige, die ich gesehen habe, auch Cookies. Aber. Na geil. Auf jeden Fall, auch über den Winter finde ich das geil, weil die Cookies gibt es alle möglichen. Also wir haben jetzt gerade ein bisschen was gesehen, was wir so was sie anbieten. Wir haben das von uns empfohlen, also das ist der Spekulatius, das ist so deren Spezialität, mit Lotuscreme gefüllt. Beste. Schaut auf jeden Fall urbrutal aus. Und hier haben wir nochmal die Praline. Praline ist auch mit Schokolade gefüllt. Nur Snuggert, glaube ich. Nur Snuggert oder was, okay. Ja. Und das Geile, was ihr so, soll ich euch die noch warm machen? Oh, natürlich, Bruder. Natürlich, Mann. Der ist warm, der ist nicht warm, oder? No. Ich glaube, den hat sie warm gemacht. Ja. Und ja, ich würde mal sagen, ich bin nicht dieser süße Mensch, aber ich beiß trotzdem in beiden mal ein bisschen rein. Und sage euch mal, was euch hier erwartet. Boah. Es schmeckt einfach nach so einem intensiven Keks. Oder diese Leibniz-Keks, kennst du diese? Aber dann nochmal so mit extra Creme dazu, oder nochmal so püriert oder aufgewickelt und sowas. Boah, mit extra Butter, glaube ich, sogar noch. Na, okay, ist ja vegan, oder? Aber es ist verdammt, verdammt. Also mir schmeckt das. Ich habe das letztens gehabt. Ich würde mich aber fragen, wie der hier schmeckt. Weil den hatte ich letztes Mal nicht. Ich habe nur den hier probiert und der hat mich ja schon überzeugt gehabt. Aber der hier. Ist sogar noch warm. Der ist sogar noch warm. Wow. Bam! Gute Wahl, ne? Nougat drinnen, Bruder. So cremig. Ich kann immer schlucken, wie viel das ist, man. Ich schwöre, ich mache jetzt no joke, aber ein Cookie und ich esse viel. Reicht mir, Mann. Auch preislich reicht ein auch Cookie. Auch preislich, Bruder, ja. 97 das Stück, oder? Nicht, je nachdem, der war 5,90. 5,90, 97. Dann gibt es ja sogar welche für 13 Euro. Ja, die Preise sind ein bisschen brutal, aber mein Gott, man gönnt sich aber dafür auch nur einen Cookie, oder wie ich sage. Was mich aber interessiert ist, was sagt der Süßigkeiten-Spezialist? Und zwar der andere Dennis. Schauen wir mal. Ja, ich probiere jetzt mal diesen Pralinen-Cookie, den Lotus-Cookie, beziehungsweise Spekulatus-Cookie habe ich schon probiert. Checkt uns einfach bitte auf Insta und auf TikTok ab, weil da filmen wir auch immer ein paar Behind-the-Scenes-Sachen für euch. Also der da, brutal, sehr neutral, immer bei mir, egal auch im neuen Jahr, Bruder, einfach Haselnüsse, Nuss-Nougat-Creme, ich bin ein extremer Haselnuss-Fan, mit Beißen dran. Wow. Oh, wow. Wie bei dir? Es verklebt dir einfach den Mund. Ich muss nochmal. Wenn ihr auf Nüsse steht, auf Schokolade, auf Nougat,
Das ist eine Nougat-Bombe, die euch da im Mund explodiert. Der Keks an sich neutral, fest, auch ein bisschen doughy, wie so ein roher Keks, sag auch ein bisschen, diese Creme drinnen. Brutal. Dann diese Schokoschicht mit den Haselnüssen oben. Richtig, richtig geil. Was ich mir auch gut vorstellen kann, es gibt sicher auch vielleicht so statt Haselnüssen mit Mandeln oder mit Macadamia, je nachdem, also man kann da voll experimentieren. Ich könnte mich jetzt schwer entscheiden, weil Lotus ist einfach Leben, sag ich euch so wie es ist, aber der hat aber schon brutal abgeliefert. Ich muss schon ehrlich sagen. Das war deiner? Eher der da, oder? Der da, ja. Ja, der ist schon... Also für die den Frage ist jetzt Spot. Für mich, Bruder, ja. Was denkt die Community? Wen würdet... Ein Deutsch hat mir mal... Welchen würdet ihr nehmen? Spekulatius Lotus oder Nuss, Nougat, Haselnuss, Creme? Schreibt es in die Kommentare, wir zerfetzen jetzt einmal. Für den ersten Spot, Veganista ist auch keksmäßig CB1 approved. Und ziehen uns an, essen auf und gehen einfach zum zweiten Spot. Maschallah. Danny, Bruder. Wo geht der nächste Spot hin? Jetzt sag ich euch, diese Kekse, wenn ihr zu zweit seid, so mit Freunden zum Beispiel, nehmt euch wirklich einen Keks und teilt euch den. Weil ich bin schon gut gesättigt jetzt von diesen zwei Geräten. Im Großen und Ganzen top. Nächster Spot. Sind noch gleich da um die Ecke. Ein passender kann es nicht sein für einen Keks. Er nennt sich Ich bin süß. Und wir checken jetzt ab, wie süß der Spot wirklich ist. Einmal Twix, Salted Caramel Bombe, yep. Whatever. Und einmal Raspberry White Chocolate Cookie. Preislich sind wir hier sehr stabil unterwegs. Drei Kekse to go in schöner Box, handmade für 9,99 € oder 9,90 €, irgendwie sowas. Sehr, sehr cool, sehr, sehr entspannt. Boah, es riecht richtig frisch. Also nach dieser fettigen, orgen, süßen Bombe brauche ich so ein bisschen was Fruchtiges. Ich bin sehr gespannt, wie der schmeckt. Wie schaut der innen aus? Diese Himbeere. Fruchtig geil, süß. Ich bin nicht wirklich der riesige weiße Schokoladenfan. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Ob ihr Vollmilch, weiß oder zartbitter. Ich bin eher zartbitter. Aber so fruchtige Sachen, so Erdbeere, Himbeere, passt einfach so gut mit weißer Schokolade. Im Großen und Ganzen brutal, auch richtig. Ein gutes Gewicht, schmeckt sehr, sehr gut. Das war mein Keks, den ich mir geholt habe. Und jetzt holt sich Dennis seinen Keks, schiebt den sich ganz tief in den Rachen rein, oder? Boah, Bruder. Doji Sine, Doji Mikeys, boi. Barbie, Bruder. Leute, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein crazy salted caramel Fan. Karamell? Das ist die einzige. Oder Kamel? Die einzige Süßigkeit, die ich eigentlich liebe und die ich mag, wenn man so schaut. Genau das Heftigste von allen. Aber genau das ist auch genau das Brutale. Bruder, das, schau, bevor ich irgendwas sage, es ist schon schwer, Mann, das Teil. Und wir haben hier 10 Euro gezahlt für 3 Cookies, Bruder. Dort haben wir gezahlt 7 Euro für einen und einen 5. Also Preis-Leistung sind die hier wirklich brutal. 3,50 im Durchschnitt, wenn man so sagt, oder? Für so einen Keks? Ja, für so einen Keks, Mann. Sogar noch weniger. Ich will nicht zu viel drumherum reden. Ich beiß mal rein. Was mich am meisten geflasht hat zuerst, man schmeckt voll den Twix-Keks, Bruder. Ja. Denn den schmeckst du am intensivsten raus, den Twix-Keks, dann hast du nochmal den Karamell drüber, was auch nochmal so einen kleinen Kick dazu gibt, weil du kennst es ja auch, bei Twix ist immer Karamell in dieser Schokolade drüber. Die hast du halt hier, ja, aber dann hast du nochmal drüber diesen Topping von Karamell, was mich so flasht. Und das schmeckt sehr intensiv. Ist aber so ein Teil, ich sage euch ehrlich, ein Stück, du bist voll. Du brauchst nicht zwei, drei. Ich meine, drei Stück für 10 Euro ist schon mal geil, aber dann teilst du halt auf den Tag, würde ich sagen. Und bin mir sicher, dass es auch noch ein paar Tage haltbar. Ich mache weiter. Wir sehen uns jetzt gleich im dritten Spot. Und da ist der Spezialist hinter der Kamera, der Master. So, Fazit bis jetzt. Ich muss sagen, geil. Schau, ich sag's euch, wie es ist. Veganista oder Wookies, wie sie nennen, ja, wäre für mich eine 7,4 von 10. Weißt du warum? Nur wegen dem Preis, Bruder. Aber gleich so viel? Ich sag's dir ehrlich, 7,4. Nein, der Geschmack ist schon brutal. Aber der Preis ist einfach... Also Preis-Leistung 7,4, Geschmack? Brutal. Geschmack aber? Einzeln?
Schon so 8,5? Ja, ich wollte sagen, 8,5, 8,8, sowas, ja. Kann man schon sagen, 8,5 bis 8,8, aber wenn man das zusammennimmt, so ist komplett 7,6. 7,6, 7,5 max, ich weiß nicht, wo da hin. War nicht so, aber nächster Spot, der hat mich halt jetzt ein bisschen mehr geflasht. Ich bin süß, der kam von Dennis und weil er so süß ist, habe ich diesen Spot, glaube ich, sogar noch süßer gefunden. War geil, es ist auf der Marieferstraße in einem Café-Lokal. Ja. Was mich so ein bisschen überrascht hat, war, dass drin dann auch auf einmal, wenn du reingehst, rechts diese Cookies standen. Alles handgemacht. Habe jetzt nicht gefragt, ob die vegan sind, aber ich glaube nicht. Nein. Ja. Vielleicht macht das auch den Preis aus, Bruder, vegan. Was denkt ihr darüber? Ich weiß es nicht. Ich bin kein veganer Mensch, aber ich esse gerne vegan. Ab und zu. Ich habe heute auch Vegan Chicken gegessen bei Honu. Vegan Chicken. Vegan. Ja. Und da würde ich sogar ganz ehrlich Preis-Leistung 8,9 geben. Ja, safe 8,9. Warum 8,9? Man schmeckt immer noch, also die Cookies waren gut, aber ich glaube, so eine 9,4 wäre es dann, wenn er noch warm gemacht wäre. Jetzt gehen wir zum letzten Spot. Wie heißt der letzte Spot überhaupt? Ich habe keine Ahnung vergessen. Ja, wir gehen zum letzten Spot, der heißt, ich habe keine Ahnung vergessen. Yes. Und der fetzt mich jetzt auch nochmal richtig schnoppeln mit dem Bruder. So, wie Dennis immer sagt, oh, passt schon. Die Partner, mir schlecht diese Scheißkamera. Ja, meine Herren, meine Damen, der dritte Spot namens Cookies war kein Cookie-Laden, ne? Sondern einfach ein Klamottenladen, der unter anderem auch, ich sage jetzt einmal fachausdrücklich, Basilikum in kleinen Tütchen verpackt hat. So wie man uns kennt, ein Fail muss immer dabei sein, aber wir wären nicht Stevie Wonder, einen Ass im Ärmel hätten. Und eigentlich war mein erster Gedanke gar nicht da, als ersten Spot hinzugehen, weil man, wenn man an Cookies denkt, einen gewissen Laden im Kopf hat. Wenn ihr wisst welchen, macht jetzt Pause, schreibt es in die Kommentare, an welchen Laden ich denke. Und dann gehen wir jetzt hin. Und der Laden ist nicht wirklich bekannt für Kekse, sondern für was ganz anderes. Aber die Kekse dort werden immer, immer und immer, immer wieder gekauft, aufgegessen, 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 sind sehr oft ausverkauft. Wir holen uns jetzt ein bis zwei Stück, oder drei Stück, je nachdem. Und seid gespannt, wo wir hingehen. Sicher ist drauf, Hansi. Was glaubst du? Scheiß mir auch, der voller. So, meine Herren, meine Damen, der legendäre Subway Cookie mit eines der beliebtesten und bekanntesten Speisen bei Subway und mit eines der meistverkauftesten Sachen bei Subway, das wenige Leute wissen. Allerdings, Subway ist bekannt für Sandwich, Mainwich. Der ewige Streit. Welcher Cookie ist der beste? Für mich persönlich. White Chocolate Macadamia. Jemand, der eine andere Meinung hat, ist geduldet, aber nicht erwünscht. Versteht ihr? Deswegen, wir halten uns da kurz und knapp. 1,20, die Inflation kickt. 1 Euro wäre gerecht. 1,20 ist okay. Wir nehmen den schönen kleinen Burschen. Was halt bekannt bei diesen Keksen ist, ist auch Bescheid, die sind half-baked. Das heißt, die sind so ein bisschen crunchy und soft gleichzeitig. Mm. Brutal. Das ist der erste auch ohne Füllung, oder? Mhm. Aber geschmacklich, wow. Was würdest du geben, Bewertung? Du hast schon eine 8. Ehrlich? Ja, Mann. Okay. Der ist arg einfach. Aber Preis-Leistung meist 8, oder? Mhm. Komplett. Geschmacklich so wie Preis-Leistung ist einfach eine 8 für mich, weil Macadamia, weißer Schoko, dieses bisschen softer in der Mitte, dann ist es etwas härter an der Seite, dieser Crunch. Sehr, sehr gut. Von allen Keksen, die wir heute gegessen haben, fand ich aber spotmäßig, ich bin süß auf Platz 1. Veganista und Subway. Meine persönliche Ranking-Tabelle. Wie schaut es bei euch aus? Schreibt es in die Kommentare. Wie zerfällt es noch den gemeinsam mit Dennis? Und dann gibt es noch eine kleine Ankündigung. Dann sehen wir sich dann gleich wieder. Wir sind fertig, meine Damen und Herren, mit der Cookie-Tour 1.0. Und ich weiß, was ich noch jetzt sagen wollte. Und zwar, was denkt ihr? Hat den Cookie-Laden gefehlt? Ja, sagt sie, das hättet ihr noch abchecken sollen, Leute. Schreibt es uns in den Kommentaren, würde uns sehr freuen. Was meine Frage ist an euch, ich kenne nur einen einzigen, der gesunde Cookies macht. Ohne Zucker, ein bisschen auf so Fitnessschiene, Bruder. Ja, ist auch mein Coach, ja, aber der hat halt keinen Laden, Bruder. Er macht das mit seiner Frau daheim, finde ich auch geil. Aber die Frage ist jetzt, kennt ihr einen Cookie-Laden? Wenn ja, also online, schreibt es mal unten in die Kommentare. Schreibt es uns, würden uns sehr freuen. Wir haben nicht mehr viel zu sagen. Außer meine Ankündigung, die ich vorher gesagt habe, und zwar,
Videos zu Ende. Die drei legendären Sätze kommen. Ich habe mir schon gedacht, das ist die Ankündigung. Ja? Stay tuned. Stay fresh. Und stay hungry.